Hallo und willkommen zum 273. Part West for the Legend of the Tears of the Kingdom. Weiter geht's. Also mal sehen, was es hier noch alles zu machen gibt. Eigentlich nicht mehr viel, da können wir auch gar nicht hin, ist das Problem. Und da gibt es eine Quest zu machen. Das Problem ist, das ist glaube ich, in der Gerudo-Bürste. Ich will aber jetzt mal zu diesem Ort reisen. Hier, dieser Ort würde mich mal interessieren. Also da müsste ich irgendwie hochkommen, eben ist das Problem. Weil da war ich zum Beispiel noch mal gar nicht. Das ist die Sache eben. Mach mal kurz Pause, ich habe Batterie, das schon erst nachher. Mann, ist der Controller fast leer. Gib mal die Powerbank hier. Mann, es hat sich. Ich hasse, dass hier so viel Zeug rumliegt. Das ist auch meine Schuld, das ist zu gut. Und trotzdem. Also mal sehen. Mann, ey. So. Geht's wieder. Wir gelangen wieder einfach rauf. Mal schauen, das schaue ich mir dann später an. Mal zu mir. Da ist ja auch noch ein Schrein vielleicht, eben in dem Gebiet. Ja, ich weiß, letzte Folge war aber nicht so gut, wo es ein Monster besiegt eben und ein Steinox und ein Krogi gemacht, aber trotzdem, wenn man da schon 123 kommt, 129 Krogs oder so, ich sehe es gerade, es ist zu grell. Das Problem ist eben hier, dass es ein bisschen zu hoch ist eben. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt nach oben komme. Das ist eben immer ein Problem, der Ausdauer ist das Problem auch eben. Und das Link eben auch nicht wirklich schnell klettert, ist das Problem auch. Es muss doch irgendwie ein Weg da nach oben gehen, oder? Ich müsste eben da hoch, das Problem. Aber wie komme ich denn jetzt schon nach oben? Mit einem Trampolin eben, aber ich habe jetzt kein Trampolin da. Warte. Vielleicht dann das auch noch auf. Ich weiß, das war jetzt so für die News. Ja, Mann, diese Schniefblase. Wie komme ich denn noch hin? Was ist mit diesem Schrein? Ich musste irgendwie rauf, aber ich weiß nicht wie. Wo bin ich jetzt gelandet? Ich bin doch eigentlich da nicht an dich hin. Ich wollte da hin, ehrlich gesagt. Wenn ich zum Turm gehe und mich einfach hochreportiere, wäre es vielleicht dann besser. Ich weiß nicht. Das Problem ist, dass die Fernsicht eben nicht so gut ist bei dem Turm. Ich müsste eigentlich darauf kommen.
Das Problem ist eben, dass wir hier müssen ungefähr dahin. Der Schaffer glaube ich aber nicht wegen der Ausdauer nicht wieder. Es ist auch ein bisschen lang, der Weg ist das Problem auch. Nee, das ist Blödsinn, das schaffen wir auch. Wie soll ich denn da raufkommen, wenn es einfach nicht geht? Nee, es haut nicht hin. Das Problem. Das haut nicht hin, da kommt man nicht rüber. Das ist zu lang, das dauert zu lange einfach. Aber wie komme ich da bloß rauf, ist die Frage. Ich bräuchte einen Trampol, ich bräuchte so eine Sprungfeder. Die wäre nützlich, glaube ich, um da hochzukommen. Aber ich habe keine mehr, ist das Problem. Okay, habe ich noch irgendwas anderes nicht dabei? Wir haben noch die Aufmännchen, wir haben das Teil. Es ist im Pfosten. Ein Flammenwerfer, ein Leiter, ein Rad. Ist ja schön und gut, aber das bringt mir nicht viel. Ich komme da einfach nicht rauf, ist das Problem hier. Oder? Was? Ich bin ein bisschen überfordert mit dem Game, muss ich sagen, jetzt gerade. Aber wir kommen noch nicht rauf, ist das Problem. Wir brauchen über den Trampolin oder sowas eben. Vielleicht können wir da was machen, hat hier noch vielleicht eben ein paar Raukis holen. Wir haben jetzt auch schon 23 Schreine gemacht, das ist auch schon eine Sache für sich. Das schon mal eigentlich überhaupt. Das ist ja auch das Athena-Institut eigentlich, oder? Es war hier jedenfalls, glaube ich, hier. Was noch da ist, ist die andere Frage. Aber ich war hier bestimmt. Da war ich, glaube ich, noch mal gar nicht mit dem Athena-Institut. Schau mal rein, was da sich so getan hat. Im Athena-Institut, genau. Ja, ich bin jetzt ein bisschen ziellos umlaufen, weil ich nicht wirklich weiß, was ich noch machen soll. Eben, ich muss eben auch mal in neue Gebiete gehen und die Karten aufdecken, aber aktuell ist es ein bisschen problematisch. Athena-Institut. Hallo hier, Athena-Institut. Athena-Institut Ost-Nikluda. Bin zurzeit am Speerposten bei Schloss Hayo anzutreffen. Okay, das ist also Blödsinn. Da kann man doch gar nicht reingehen, weil der jetzt noch am Speerposten ist, der Typ. Ist irgendwas Wichtiges oder ist das alles komplett unwichtig? Kann man da rein? Da kann man rein, aber da ist, glaube ich, auch nichts Nützliches da. Kein Tagebuch, oder? Nee. Nee, da ist nichts drin, okay. Also bis aus, jetzt müssen wir irgendwas mit Robello machen, damit er hier wieder aufkreuzt.
Und der Wächter ist immer noch oben, okay. Ist hier auch nichts Nützliches? Nee, es ist hier alles unnütz. Was macht denn diese Leiter hier? Ja, was macht die Leiter hier? Was, die gibt doch keinen Sinn. Wo soll die hinführen? Hä? Komische Leiter, echt Sott. Okay, das war's auch schon. Oder? Das war's auch schon, okay. Rubine kann ich schon gebrauchen. Da war eigentlich auch ein Kork, glaube ich, im Original. Das ist dann nerviger. Hab ich den eigentlich schon? So, raffieren und die Typen besiegen. Ich mit dir. Ach so, der taucht ins Wasser ein. Yes, Koch Nummer ruhig, ich weiß nicht, was aber. Rory geholt, yes. Koch Nummer 130, bis in 130 Crocs. Und habe ich gar nicht markiert, ich Idiot. Okay, das brauchen wir nicht fotografieren. So. Das heißt, wir waren, glaube ich, auch noch nicht hier. Du Scheiße, habe ich mich selber gestromt. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, dass ich mich jetzt selber strome. Der ist schon fotografiert. Ja. Es ist zwar noch ein weiter Weg bis nach unten, aber es dürfte man schon irgendwie schaffen. Mann, bin ich verschnupft. Ich habe mich total verschnupft an. Das ist das Problem auch. Es soll auch ein Schrein in der Nähe sein, mit gezeigt durch die Karte. Och nee, Pyramago schon wieder. Mir gerade noch gefehlt, dieser Idiot. Was ist denn der jetzt? So, besiegt hätten wir den auch schon mal. Und hier soll ein Krog sein, okay. Wenn ich ihn finde. Ach, das ist mir so ein, das ist wie so eine Brustblume, okay. Yes! Geholt. Puh. Oh Mann. Ich habe immer so Angst, dass ich das nicht schaffe. Wo jetzt hin? Also wir müssten da noch hin und da noch hin. Okay. Mal bin ich verschnupft, total, total verschnupft heute. Ist die Palme auf dem Kork? Ist die Kork auf der Palme oder ist der woanders? Weil die ist die einzige Palme, die hier steht. Das ist aber eigentlich ein Zeichen dafür, dass es das eigentlich, nee, es ist nicht da. Ach, wie sowas. Jetzt sieht das alles aus, oder? Was ist das? Das zeigt die hierhin.
an den Finder dieser Büchse, Flaschenpost, an den Finder dieses Briefes. Ich brauche Hilfe. Ich war gerade beim Fischen, als mich ein Sturm überraschte und ich in einer nahegelegenen Höhle Schutz suchen musste. Meine Kleider waren noch nicht trocken, da stürzte plötzlich ein Felsen von der Decke und verschloss den Zugang. Ich konnte ein paar Leuchtsamen durch meine kleinen Lücken durch nach draußen pressen, die jetzt im Wasser schwimmen müssten. Mit das Glück spült die erste Flut diese Flaschenpost und die aufgeblühten Leuchtfarme an die Küste. Wenn du das hier liest, hat es geklappt. Also werft Wetter, Flaschenpostfinder. Hättest du bitte der Spur von Leuchtfarmen folgen und mich aus dieser Höhle befreien? Das wäre nett. Hilferuf aus der Flasche. Ja, schon gut, aber wo ist jetzt eigentlich der verdammte Krog? Ach, ich hasse es, wenn ich es nicht finde, weißt? Nee, auch nicht. Oben ist auch kein Krogballon das Problem, also ich weiß aktuell nicht, wo ich den Da ist doch was drin. Was ist denn das wieder? Hier ist kein Krog mehr zu sehen, jedenfalls finde ich den Krog nicht. Also schade, dass ich den Krog nicht finde, aber... Knochenbockschild. Und das ist das. Ein Ruder. Knochenbockschild, ein Bockschild, dessen Ränder mit fossilen Knöcheln versteckt wurden. Der Schütz, ganz passabel vor Angriffen, ist aber zu schlampig verarbeitet, dass er schnell kaputt geht. Ja, ich weiß nicht, sollen wir jetzt die Quest machen? Wir haben eh zu schwache Schilde, das muss man sagen. Deswegen werfen wir dieses Zweierschild weg und nehmen diesen Knochenbockschild. Ruder, ein Teil der Ausstattung von Fischerbooten, das zur Not auch zur Selbstverteidigung eingesetzt werden kann. Es ist wasserabweisend, dient und sehr robust. Ich weiß nicht, müssen wir jetzt eigentlich, also die Pfeile zeigen uns auch etwas an. Die Krogs kann man noch nicht machen, weil ich nicht weiß, wo die Krogs sind. Wo soll ich denn jetzt den Pfeil? Also die Pfeile sind hier. Obwohl, nee. Der Pfeil ist dahin und der Pfeil ist dahin. Also, wie ist das jetzt das Ganze? Ich folge diesem Pfeil hier oder kommt das hier hin? Und ich soll der Spur von Leuchtsamen folgen. Und wo soll das Ganze sein, die Durchspur von Leuchtfarmen und Leuchtsamen? Och nee, das ganze Problem wird ganz so. Ach, das ist jetzt. Du Scheiße, es ist ein bisschen blöd, dass ich jetzt hier machte. Ist die heute Stadt hier, auf die ich jetzt gerade habe? 17. Ich muss darauf gelangen, glaube ich, auf das Teil, das ist am besten.
Noch nicht, weil die Typen mich nicht in Ruhe lassen. Ich bin schon fast tot, ist das Problem. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich noch? 21, die gibt es aus. Linke! Ach du Scheiße! So ist noch der Exalfoss. Habe ich noch nicht gefotografiert, okay. Schwarze Exalfoss, okay. Ach du, rührt mich ja fast um. Ist nicht zu spaßen. Die besiege ich wieder mit den Pfeilen am besten. Das dürfte eigentlich nicht schwer sein. Besiegt endlich, Mann. Ah, haben wir noch was Neues. Soldatenlanze. Und was noch? Schwarzer Exalfosshorn. Und das da. Das ist nichts Wichtiges, okay. Schwarzer Exalfosshorn. Ein kleinklingenähnliches Horn mit Aussparungen. Angebrachte Waffen versteckt ist diese erheblich. Es kann auch mit Kleingetier zu Medizin verarbeitet werden. Schwarzer Exalfoss Schwanz. Ein gekanteter, sehr dehnbarer Schwanz. Er erhöht die Reichweite von Waffen oder kann einem Kleingetier zur Medizin verarbeitet werden. Okay. Irgendwas Neues dabei? Okay, aber da oben ist noch so ein Teil gewesen. Ist da oben irgendwas Wichtiges gewesen oder ist es einfach nur da? Zum. Na gut, das sind ein paar Items. Und ein paar Holzpfeile, okay. Ja, wir haben schon wieder 14 Minuten verspendet, muss ich sagen. Aber Maya, was willst du machen? Ich weiß nicht. Die Quest beben noch gut, aber ich weiß nicht, wie das mit der Quest ist. Ich sehe keine Spur aus Leuchtfarben und Leuchtschäsch. Was gäbe es hier denn noch? Also, es gibt hier noch weitere Crocs eben und einen Schrein. Duell. Gehauen ist das Problem. Mal schauen, ob wir das so schaffen heute. Ja, ich weiß auch nicht, wie euch warm ist. Sind die irgendwo Wasser drin oder so? Hm.
Ah, das sind Pferde, okay. Es sind Pferde einfach nur. Okay. Trotzdem, ein paar Sachen haben wir geschafft, diesen beiden Parts. Es ist wichtig eben, dass wir jedes Mal ein paar Stückchen vorankommen. Wohl. Riesenpferd, wir haben ein Riesenpferd dabei. So. Ich wollte nichts eben, ich lasse dich in Ruhe mal hier machen, weil. Nee, es öden mich, hauen die Kochse nicht auf. Ja, ich weiß, aber es läuft nicht so, wie ich gedacht habe. Mit dir und Nervensäge. Ach, diese Pferde geben mir so oft Nerven, weißt du. Weiß ich nicht, einer ständig treten, aber man nichts gemacht hat. Ja, da müssen wir eben erstmal. Ja, ich weiß, wir müssen einen Fuß bauen und darüber gehen. Das weiß ich inzwischen auch, dass ich jetzt irgendwie einen Fuß bauen muss und es irgendwie. Nur ich habe jetzt glaube ich kein. Ach was, ich weiß nicht. Das müsste eigentlich auch so schwer, oder? Ich kann, habe ich noch irgendwas Wichtiges als. Ich habe eben kein Siegel dabei oder so, ist das Problem. Und wenn ich da eine Ratte bringe vielleicht? Ich habe bloß nur. Ich habe aber eh 6 Räder, okay. Nicht auch dazu nutzen, um da rumzugehen. Es müsste eigentlich gehen, dass die mich eben dahin transportieren.
Aber da muss ich hin, glaube ich. Da muss ich eben jetzt kurz drehen. Müsste eigentlich auf dem Boden. Es müsste eigentlich jetzt gehen, oder? Nee, es haut nicht hin. Nee, es haut nicht hin. Wir kommen nicht voran. Wir kommen da nicht hin. Das ist das Problem. Wir bräuchten ein Siegel, aber wir haben kein Siegel. Ist das Problem. Oder? Nee, ich höre heute auf, das ist zu viel. Ja, ich weiß, aber wir kommen da nicht hin, ist das Problem, oder? Da kommen wir nur schwer hin, ist das Problem. Wir haben jetzt auch schon eine halbe Stunde verbraucht. Ich habe nicht so viel Zeit heute auch, weil irgendwer wieder stören könnte heute. Deswegen muss ich sagen, wir haben eh was geschafft, ein paar Krocks geschafft. Ach komm, nerv mich jetzt nicht. Ich weiß. Ich glaube, nächsten Part geben wir diese Kreuzquest an. Schauen wir nach, wer das gemacht hat. Ob irgendjemand die Quest auf YouTube gemacht hat, und dann schauen wir mal nach, wie der er gemacht hat. Weil, wie gesagt, wir bräuchten. Schluss für heute war, ich nicht weiß, wie ich hier vorankommen soll ohne Segel. Deswegen geben wir das hier fürs Erste auf, weil ich habe kein Segel dabei. Und das war es auch schon mit dem 73. Parameter der Legend aus Tears of the Kingdom. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.